Grüß euch. Heute mal etwas zum Auflockern. Machen wir mal ein allumfassendes Thema. Und das Schöne ist, was heißt das Schöne? Ich werde dieses Thema ohne Vorbereitung machen. Da bin ich nämlich wirklich Profi. Das habe ich in der Schule immer gut gelernt, Dinge ohne Vorbereitung zu machen. Hat noch in der Schule wenig gut hingehauen. Mittlerweile, zumindest bei dem Thema, glaube ich, wird es einigermaßen hinhauen. Das Thema, wann ich es noch nicht erwähnt habe, ist der naturnahe Garten. Ein wunderbares Thema. Ist natürlich ein gigantisch großes Thema, über das man hunderte Filme machen kann. Viele zu dem Thema habe ich schon gemacht, vielleicht für welche, die mich wirklich noch nicht kennen. Das wäre natürlich entsetzlich. Nein, wir haben schon einige zu diesem Thema gemacht, verschiedenste Pflanzen porträtiert, aber jetzt war es soweit, jetzt haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mal ein bisschen was zum Auflockern und vielleicht ist ganz witzig einmal für den einen oder anderen, einfach meine Standpunkte so ein bisschen zu hören, was ist Naturgarten, das ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Jedenfalls vielleicht noch kurz vorweggeschickt, ich bin ja eigentlich berufsmäßig Gartengestalter und das, was meistens meine Kunden von mir verlangen, ist kein Naturgarten, traurigerweise. Wobei, sagen wir es wird besser, speziell bei den Jungen und auch vielleicht bei den ganz Alten ist oft besser, da ist noch mehr Naturverständnis da, aber irgendwie zwischendrin ist das einmal verloren gegangen und jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir wieder schauen, dass wir im Naturgarten, so sagt es der Name, für die Natur was machen. Um das geht es eigentlich im Naturgarten, um die Natur. Sofern das irgendwie ohne Vorbereitung geht, werde ich versuchen, einen gewissen roten Faden durch die Sendung laufen zu lassen, damit man vielleicht immer wieder ein bisschen Punkte außerarbeitet. Wenn ich gescheit gewesen war, dann hätte ich das Ganze irgendwie so genannt, die mörderischsten Fehler, die du nie bei der Anlage eines Naturgartens machen darfst, dann hätten das viel mehr Leute gekriegt, aber das ist zu reißerisch. Wir bleiben total seriös und ruhig. Und einer der ersten oder auch der wichtigsten vielleicht Punkte, wichtigsten, ja, was ist schon das Wichtigste? Kennt ihr es darüber philosophiert, ich mache es nicht. Aber ein ganz wichtiger Punkt, zumindest für mich, in einem naturnahen Garten sind die Pflanzen. Das ist irgendwo so diese Grundausstattung. Und man kann jetzt gar nicht sagen, ein naturnaher Garten muss das oder das drinnen haben, sondern ich finde, wichtig ist vielleicht für einen selber ein bisschen zu überlegen, mit welchen Pflanzen kann ich die Natur fördern. Und das sind halt Pflanzen, die von Insekten heiß geliebt werden. Gibt es unglaublich viele verschiedene. Neben mir ist gerade so ein unfassbarer Insektenmagnet. Das können aber auch Obstbaum zum Beispiel sein oder Gemüsepflanzen, die es einmal ausblieren lässt. Eine unglaubliche Bandbreite. Aber hauptsächlich war es halt gut, wenn wir schauen, dass wir in unserem Garten viele einheimische Pflanzen unterbringen und vor allem Pflanzen, die vielleicht sogar in unserer Region, das wäre dann die Königsklasse, dass wir das schauen, dass wir sie zumindest damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und wenn man die in seinen Garten holt, dann tun wir für die Natur, die bei uns herum leidet oder zumindest einfach immer mehr in Bedrängnis kommt, dann kann man die wieder fördern. Natürlich spielen da unglaublich viele Dinge rein, wenn man sagt, wir wollen die heimische Vielfalt und die Tierwelt wieder fördern. Aber es soll nur so ein kurzer Überblick sein. Mit gewissen Pflanzen kannst du einfach unglaublich viele Insekten anlocken und anziehen und vor allem auch die heimischen Insekten, die heimischen Wildbienen, die heimische Katze. Soll man übrigens nicht unbedingt fördern, gell, weil du bist ein schlimmer Räuber. Also nicht unbedingt 10 Katzen haben, gehört auch dazu. Ich werde jetzt einen Shitstorm damit auslösen, aber ich riskiere es. Eine Katze sollte genug sein. Aber jedenfalls mit Pflanzen wie zum Beispiel jetzt, den picke ich mir einfach raus, der Natternkopf oder neben mir die gelbe Skabiose, das sind Pflanzen, die sind absolut urheimische Pflanzen und mit denen ziehe ich wirklich massiv Insekten an, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge,
die brauchen diese Pflanzen und da kann man schon ein bisschen eine Bewegung einbringen, ohne dass man sich jetzt großartig in die Tiefe damit beschäftigt hat. Sie hat einfach nur Hunger, sonst tat es nicht so. Gell, Lala? Aber du kannst gar keinen Hunger haben, weil du hast jetzt fleißig, nein, ich muss sagen, sie fängt. Fängt immer wieder fleißig am Maus, hin und wieder halt auch einmal einen jungen Vogel, der zu botschert ist. Aber im Sinne des Artenschutzes, da geht es um Wildtiere, nicht um Haustiere. Das sind zwei Dinge, die man stark auseinander dividieren muss. Und außerdem, was man auch noch sagen sollte, Tierschutz zumindest jetzt, was Insekten zum Beispiel betrifft, ist meistens kein Individuenschutz. Wir sind immer so fixiert auf ein Lebewesen. Oh, ich ist so, so lieb, die Biene, die Hummel, die ist so lieb, die hat so einen lieben Pelz. Und dann will man die streicheln und pflegen und retten. Kann man auch machen, aber uns geht es einfach um mehr. Uns geht es immer um den Erhalt einer ganzen Art. Und da ist es eben gut, wenn man solche Pflanzen im Garten fördert. So, erstes Thema erledigt, sonst wären wir nicht fertig. Natürlich ist es schön, wenn man, so wie ich, jetzt ein bisschen mehr Fläche zur Verfügung hat. Aber man kann in einem ganz kleinen Garten oder wenn man überhaupt nur eine Terrasse oder einen Balkon hat, kann man viel dafür tun, indem man eben solche Pflanzen verwendet, die halt wirklich auch gut für Insekten sind, weil das gehört einfach auch in das Thema rein. Wir haben global sowieso, aber vor allem auch in Mitteleuropa, in den Industrie- und Agrarnationen ein massives Problem, ein massives Insektensterben. Und daran hängt natürlich dann auch noch viel anderes dran. Die Vögel werden immer weniger in der Menge und in ihrer Artenvielfalt. Genauso die Schlangen, die Reptilien, Amphibien und so weiter. Also wir haben ein richtiges Problem, weil wir einfach zu viel Lebensraum beanspruchen. Und den Lebensraum, den wir vielleicht hätten, den darf man viel zu intensiv bewirtschaften. Und dieser Naturgarten soll eben irgendwo ein gewisser Rückzugsort für diese Arten sein, sowohl Pflanzen als auch Tiere. Und damit wären wir schon beim nächsten Thema, was natürlich ganz wichtig ist in einem Naturgarten. Man sollte seinen Ordnungs-, den menschlichen Ordnungssinn neu definieren, anders definieren und dieses Wort schlampig möglichst schnell aus seinem Wortschatz vertreiben, sondern das einfach irgendwo von einer anderen Sichtweise aus betrachten und nicht sagen, naja, der Garten ist geschlampert, weil das hört man ja oft, wenn irgendwo nicht gemäht ist oder die Blumen blühen, dann ist das schlampig und muss gemäht werden. Ich meine, da muss man sich schon fragen. Und das Gleiche passiert ja entlang von unseren Straßen. Da habe ich eh schon einige so Beiträge gemacht. Straßenrand, Leben am Straßenrand in Gefahr. Also das wäre ganz wichtig, dass man die Natur wieder zulässt, dass man ihr einen Platz lässt, dass sie wachsen kann, dass sie mal wild sein darf, weil wild ist ja das eh nicht, was in unseren Hausgärten passiert. Bitte bleibt am Boden, das ist nicht wild. So wild kann ein Hausgarten gar nicht sein, dass man wild dazu sagen kann. Aber wir holen halt einfach ein bisschen Natur rein und lassen der Natur ihren Platz. Und es wird zeigen, wir Menschen fühlen sich da drin auch viel wohler als in diesen geschniegelten, sterilen Gärten, in denen nichts passiert und du gezwungen bist, auf Urlaub zu fahren, weil es daheim so langweilig ist. Es ist leider so. Jeder kann natürlich völlig selbst entscheiden, wie oder in welcher Art er das bei sich daheim macht, seinen Naturgarten. Vor allem, wie gesagt, ursprünglich wild. Bis es darf, ich finde immer, da stehen sie die Naturgärtner vielleicht da. Ich kritisiere sie ungern, weil ich froh bin, dass es gibt, aber sie stehen sie oft ein bisschen selber im Weg, indem sie extrem, nennen wir es jetzt einmal von mir aus, designfeindlich sind. Du kannst in einem Garten genauso auch ein Design von mir aus machen, gewisse Bereiche schaffen. Du darfst auch eine gerade Linie verwenden, die ist überhaupt nicht verboten. Der Hummel ist das völlig wurscht, ob das da eine gerade Abgrenzung ist oder ob es ein Bogerl ist. Und man kann das durchaus auch so gestalten, dass das ästhetisch auch für uns Menschen jetzt einen hohen Wert hat. Aber es wird sehr schnell eine Veränderung an euch selbst bemerken. Nämlich das, was euch vorher vielleicht irgendwie eben zu ungestüm, zu wild, zu ungepflegt erschienen ist. Das erscheint euch plötzlich hochinteressant, bemerkenswert. Und man fühlt sich von diesen Dingen dann immer irgendwie mehr angezogen, weil man einfach mehr darüber weiß. Man beschäftigt sich damit und man sieht das dann mit ganz anderen Augen. Und man kann das dann oft gar nicht mehr glauben, dass man gewisse Sachen
irgendwie vorher als unordentlich oder schlampig bezeichnet habe. Aber wie gesagt, viele taten sich vielleicht auch mit dem ein bisschen leichter anfreunden, wenn man eine gewisse menschliche Ästhetik auch im Garten zulässt, mit Accessoires, eine gewisse Linienführung. Kann man machen, aber muss man nicht machen. Es ist zwar nur ein Randthema, aber ein bisschen ein ärgerliches nicht. Aber ich erwähne es einfach kurz, weil Naturgärten oft so ein bisschen das Image haben. Naturgärten haben ja überhaupt keinen Style, die haben keine Klasse, da ist keine Linie drinnen. Das ist ein völliger Blödsinn. Unser Garten hat sehr viel, ich sage jetzt mal, Style und Linie drinnen. Und trotzdem wird es von den Personen, die durchgehen oder die uns besuchen, total als Naturgarten wahrgenommen. Es ist aber wurscht, wenn einer das nicht will, wenn er sagt, mir ist eine Linie völlig wurscht an der Design. Ich will einfach nur, dass da möglichst viel Bienen und Hummeln sehe, tummeln. Ah, super, cool, überhaupt kein Thema. Aber es ist ein Negativklischee, mit dem man aufräumen muss, dass Naturgärten ja einfach nicht cool sind. Naturgärten sind sowas von cool, aber richtig cool. Wenn man genug Fläche hat, ist sicher auch nett, weil es einfach zum Naturgarten-Thema so gut passt. Ein Naturgarten, falls jemand die Begleitmusik hört, extra bestellt. Unser jüngster Sohn hat sich das in der Corona-Krise selbst gelernt. Zum Naturgarten gehört auch, weil es einfach in die Idee gut reinpasst, Vielfalt fördern. Das ist im Garten ja nicht schwer, wenn man eine gewisse Größe hat. Ich kann zum Beispiel, so wie es bei mir ist, trotz absolut mangelnder Zeit, einen Gemüsegarten haben. Ja, okay, er ist vielleicht nicht so perfekt durchgejettet, aber das ist mir eigentlich wurscht, weil es ist ja schön, wenn man selber im eigenen Garten rausgehen kann und mal einen Salat anschneiden oder Gewürze hat. Ich habe sehr viel Gewürze, weil da brauche ich wenig da. Ist wieder ideal. Bin noch nicht so der Gemüsegärtner, da brauche ich mehr Zeit. Und habe mir mittlerweile auch selber eine riesen, wahrscheinlich für den Züchter stümperhafte, aber ich baue mir halt so ein bisschen eine Sammlung auf mit Pflanzen, die ich da in der Gegend finde, wo man hin und wieder einen Samen erntet. Es macht einfach Spaß, das muss man nicht machen, aber man kann es machen und es ist einfach lässig und passt super rein, weil es tut dieses Thema Vielfalt wieder schön beleben. Man hat eben wieder einen ganz anderen Bereich im Garten mit seinen Radieschen, mit seinen Mähren, also mit seinen Karotten, die ja die Schwalbenschwanzschmetterlinge so lieben, wo sie ihre Eier drauflegen. Also du kriegst einfach wieder mehr Vielfalt in das ganze System rein und das wollen wir. Jetzt habe ich da auch noch so, das ist so der letzte Spitz von meinem Garten, den ich eigentlich sehr gern mag, weil dort oben produziere ich Kompost. Ist auch ein Thema, was super in einen Naturgarten passt, weil es fällt ja sehr viel Materie an, also Biomasse. Und was tut man mit der? Ja, hau in die grüne Tonne, okay, tschüss, Wiederschauen. Und es ist einfach ganz wertvoll, wenn man selber seine eigene Erden machen kann. Ich sehe jetzt mittlerweile alles in meine eigene Erden. Es ist nichts anderes wie Kompost, bringt jeder zusammen, macht ein Kistenhaus rein und fertig. Und du kriegst den besten Kompost nach einem Jahr. Und was mich auch besonders freut, es sind dadurch die Blindschleichen wiedergekehrt. Die dürften da ihre Eier reinlegen. Und ja, auch dem Naturgarten-Gedanken entsprechend, natürlich in dem Fall jetzt für manche vielleicht chaotische Bepflanzungen. Sie sind nicht chaotisch, ist natürlich total von mir bis ins letzte Detail geplant. Jeder Same ist genau dorthin gefallen, wo er hinfallen hat sollen. Das kann man sich nachher nicht mehr sagen, das ist das Schöne. Aber nein, sowas taugt mir. Da kann es ruhig wild zugehen und da hast du dann wirklich massig eine Blüte für Insekten, für verschiedenste Tiere. Wird natürlich ein riesen, naja, schauen eh keine Gärtner wahrscheinlich. Aber wenn Gärtner schauen, die freuen sich natürlich oft nicht so, weil man boykottiert ja natürlich auch sein eigenes Geschäft. Aber ich finde, es gehört einfach irgendwo dazu in einem Naturgarten, wenn ich die Fläche habe und die Möglichkeit und es fällt was an. Wenn ich eine kleine Blumenwiesen habe, die muss ich mähen oder wenn ich eine Hecken habe. Also das wisst ihr, es fällt immer Materie an. Und das ist doch super, wenn man das selber kompostieren kann und man kann so viel mit dem Kompost machen. Ich kann in Gemüsegarten reingeben, ich kann Pflanzen damit topfen und setzen. Pff, keine Ahnung, von bis, alles was ich heute halt habe. Ich weiß nicht einmal, was es ist. Ich weiß es nicht. Wird spannend, was das wird, das Ding. Und so kann man sie spülen und da ist nichts dabei. Das ist ein ganz geringer Aufwand. Aber irgendwie oft
kommt dann vor, die Leute fahren lieber wohin und kaufen ein paar Sackeln und haben dann ein gutes Gefühl, weil sie glauben, sie haben Qualitätserde gekauft. Gibt es sicher, es gibt Qualitätserden, aber ich verspreche euch, die Erde, die es selber macht, die hat die allerhöchste Qualität garantiert. Ganz eine wichtige Sache, finde ich, halt in einem Naturgarten ist, dass man Natur, dass man ihr dann einen Platz gibt, dass man nicht jeden Quadratmeter immer für sich selbst beansprucht, sondern einfach vielleicht auch einmal ein bisschen in sich geht, überlegt, muss ich wirklich jeden Zentimeter mit dem automatischen Rasenmäher mähen, wo vielleicht eine Blumenwiese sein könnte oder wo man einfach sagt, aus, ich probiere das einmal, ich tue einmal da nichts und schaue einfach einmal, was passiert. War ja einmal ein ganz spannender Ansatz. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Bereiche, wo ich eigentlich die Natur sein lasse, wie es ihr gefällt. Klar, mit gewissen Pflegemaßnahmen. Das ist auch so ein Vorurteil, darauf gehe ich noch ganz kurz ein. Es heißt immer, die Naturgärtner, die tun ja nichts im Garten, die sind faul. Das stimmt überhaupt nicht. Es hat natürlich jeder ein bisschen einen anderen Zugang. Aber du musst einen Naturgarten genauso pflegen. Du musst Blumenwiesen mähen im Herbst, du musst was nachsetzen. Du musst auch akzeptieren, dass du oft scheiterst. Scheitern ist auch so ein Wort. Jeder will immer was machen im Garten, dann soll es immer so bleiben. Man muss auch Dynamik akzeptieren. Und das macht es aber dann auch spannend, dass Dinge vielleicht einmal nicht so werden, wie man geglaubt hat, sondern sich ganz anders und dann vielleicht sogar langfristig interessanter oder besser entwickeln. Und es zeigt dann einfach sehr schnell, wie viel an Schmetterlingen, an Bienen, an Hummeln, an Heuschrecken und so weiter dann wieder zurückkommen in dem Garten, dass man am richtigen Pfad ist. Und nur wenn man der Natur einen Platz gibt, kann sie sich auch schön entwickeln. Und es gefällt uns Menschen ja dann auch eigentlich. Der Garten kriegt viel mehr Raumtiefe. Ein Garten, der viele Inhalte hat, der Bäume hat, der Hecken hat, der Wildgehölze hat, der Blumenwiesen hat, der verwilderte Bereiche hat, der hat viel, viel mehr Raumtiefe als ein Garten, der bis zum letzten Zentimeter vielleicht nur aus Rasen und dann einer geschnittenen Hecken, einem kleinen Kiesfleckchen mit geschnittenem Bonsai, das hat keine Raumtiefe. Es ist halt so. Ein Top-Ansatz, den man, ich gebe es zu, meine Frau gerade zugeworfen hat, die Kose. Ein Naturgarten heißt auch deshalb Natur, ja, logisch, weil man Natur im Garten zulassen. Und man sollte dann auch irgendwo bestrebt sein, diese, egal jetzt wie sie es macht, es könnt ihr Blumenwiesen aussehen, es könnt ihr Bepflanzungen machen, es könnt ihr Strauchgürteln setzen, dass das irgendwo doch der Natur zumindest nachempfunden ist. Ist natürlich ein Riesenthema, ist schon klar, es gibt kaum mehr unbeeinflusste Landschaften ohne Mensch, das ist auch ganz egal, aber wir wollen zumindest nicht ganz zu künstliche Szenarien schaffen, die man dauernd dann irgendwie unterstützen und pflegen muss. Das sollte sich irgendwie doch so im Großen und Ganzen sich selbst durchbringen und hin und wieder greifen wir halt dann pflegend ein. Da herum zum Beispiel, es entgleitet mir total. Da brauche ich aber eigentlich nicht mehr viel da. Da habe ich zugesetzt mit Waldgeißbad, da kommt, die habe ich zum Beispiel nicht gesetzt. Die Wiesenblatterbse, unglaublich wichtige Pflanzen für ganz viele, auch Wildbienen, Schmetterlinge. Ja, so Dinge, die kommen von selber und die darf man dann oder soll man dann natürlich zulassen. Das ist auch das Schöne. Es bleibt immer spannend in so einem Naturgarten. Auch ein wichtiges Thema im Garten, was ich auch immer wieder gefragt werde von vielen, die unseren Channel abonnieren, wie halten wir es mit den Giersten oder dann mir gießen, wie funktioniert das? Wasser ist natürlich ein ganz wichtiges Thema im Naturgarten. Ich finde, man sollte die Bepflanzung, und da waren wir wieder da, möglichst natürlich so gestalten, dass sie eigentlich im Großen und Ganzen ohne Wasser auskommt. Klar, eine Neuanlage muss ich die ersten vielleicht ein, zwei Saisonen betreuen, bis sie sich eingewurzelt hat. Aber ich handhabe es eigentlich so, wenn bei mir diese Einwurzelungsphase spätestens im zweiten Jahr dann vorbei ist, dann wird nichts mehr gossen von die Sache. Gemüsegarten, okay, ist was anderes, logisch. Aber die Bepflanzungen müssen selbst zurechtkommen. Wer nicht zurechtkommt, der ist nicht natürlich genug in meinem Garten. Der schafft es dann leider auch nicht. Gibt natürlich totale Trockenheitsspezialisten, aber wir Menschen sind ja wirklich seltsame Wesen. Seit Jahrzehnten legen wir unser Land trocken. Es wird jede Quelle, die irgendwo aufgeht, hysterisch drainagiert.
jede Gumpen, die sich im Garten bildet, jede Pfütze wird mit Windeseile wieder schön ausplaniert, damit da keine Nässe ist. Und was dann die Leute am liebsten am Abend? Gießen. Wirklich eigenartig. Also Wasser sollte man dann möglichst sammeln und im Garten belasten, im Kreislauf, nicht abführen über irgendwelche Dachrinnen, sondern am Eigengrundstück versickern lassen und die Pflanzungen so gestalten, dass sie für das Klima, in dem es lebt und für die Höhenlage und für die Ausrichtung Südhang, Nordhang und so weiter, dass das funktioniert. Und da musst du bei gewissen, zum Beispiel einer Blumenwiese, gar nicht viel selber beitragen, weil die Blumenwiese, die stellt sich ein auf den Boden, auf das Klima. Was gut funktioniert, wird sie langfristig da drinnen gut entwickeln und die anderen Sachen werden verschwinden. Und so sollte man es vielleicht handhaben. Kostet viel Überwindung, weil wir das halt so gern dann sich um was kümmern. Um irgendein Pflänzchen, was nicht will. Aber irgendwie, es ist nicht so mit diesem Naturgarten-Gedanken in Einklang zu bringen. Wer sich fürchtet, dass im Naturgarten ihm zu wenig Arbeit verbleibt, der kann es ja machen wie ich und sich ein paar hundert Lavendel setzen, dann hast du immer Arbeit, zumindest im Frühjahr. Ich sage, ein Thema, was wieder super dazu passt, zur Vielfalt, eben Gemüsegarten, Blumenwiesen, Pflanzungen, Strauchgürtel, Wildsträucher setzen, Kräuter setzen, Lavendel, die dann vielleicht auch selber hernehmen. Dann lerne ich die Pflanzen kennen, man lernt die schätzen, man lernt wieder die Inhaltsstoffe irgendwie für sich selbst zu nutzen. Lavendel ist ja eine stark stimmungshebende Pflanze. Ich merke, meine Stimmung schießt gerade durch die Decken. Und durch das, dass man sich dann selbst mit diesen Dingen auseinandersetzt, auch wenn sie jetzt vielleicht in erster Linie für uns dann von Nutzen sind, die Pflanzen, lernt man es einfach wieder mehr schätzen und sieht dann auch gleichzeitig, wie zum Beispiel der Lavendel, ist ja wieder eine sehr, sehr wertvolle Pflanze für unsere Tierwelt. Er ist zwar ein Zugewanderter aus dem Mediterranen, also aus dem südlichen Bereich, aber das soll uns nicht weiter stören. Er bringt so viel Leben und so viel Freude in unseren Garten und sowas passt auch super dazu. Also da darf man oft nicht zu hardcore-mäßig unterwegs sein und das zu exakt sehen. Ich meine, wenn ich mir einen Lavendel mal nicht mehr setzen darf oder die Erdäpfel nach Amerika heimschicken, ja, weiß ich nicht, ob das im Sinne des Naturgartens sein muss. Um abschließend die Frage zu beantworten, die mir gestellt worden ist, ich gieße im Garten gar nichts. Ausnahme Gemüsegarten, klarerweise. Alles, was ich neu setze, muss ich eine Zeit lang gießen. Und natürlich alles, was ich selbst dann vermehre in Kisteln und dann vielleicht austupfe und so weiter. Ist klar, das muss ich gießen. Sonst vertrocknet es da oder was man in Töpfen hat. Aber ansonsten wird hier nichts gegossen. Und auch das ganze Wasser, das versickert alles am Grund. Im Gegenteil, ich werde in den nächsten Jahren, ich hoffe, ich komme bald einmal dazu, ich möchte unbedingt einen Sumpf machen. Das ist mein großer Traum noch. Was auch, finde ich, ein wesentliches Element ist im Naturgarten, nicht perfekt im Herbst dann zusammenräumen, wie es so nett heißt, damit der Garten wieder ordentlich, ihr seht schon, falsches Wort, nicht ordentlich, er ist zerstört. So könnte man es besser nennen, weil alles, was lebt, hast du gekillt damit. Ich lasse ganz viele Sachen stehen, zum Beispiel da, das sind die abgestorbenen Stängel von der Königskerze, sind ein super Zufluchtsort für ganz viele Insekten. Viele Insekten, auch zum Beispiel die Wildbienen, die nutzen diese abgestorbenen Pflanzenstängel, die Materialien für den Nestbau, das ist wichtig. Oder sie nisten zum Teil in diesen hohlen Pflanzenstängeln. Überhaupt, genau, ganz kurz möchte ich es ansprechen, Insektenhotels, unsäglicher Name, unzutreffender Name. Denn die Insekten, erstens zahlen sie nichts, wenn sie im Hotel sind und zweitens checken sie nicht ein. Es hat eigentlich mit einem Hotel nichts zu tun. Es eigentlich, der richtige Name wäre eine Nisthilfe. Das heißt, man versucht den Bienen in dem Fall meistens eine Möglichkeit geben zu nisten, ist interessant, ist super, kann man machen, kann man perfektionieren, machen viel, ich werde es nie schaffen, ich bin kein Perfektionist, das habe ich nicht in mir. Hier schaut gerade eine Wildbiene aus, oder sie streckt ihren Hintern aus, das sind halt so meine Nützlingshotels, die ich aufhänge, das sind so Brombeerstaberl und da bohren sie dann gerne rein und legen da ihre Gänge an, also ihr seht, es habt alles im Garten, um solche Nützlingshotels, nehmen wir den Namen wieder zu bauen, es braucht sich die eigentlich nicht unbedingt kaufen und die Kaften sind meistens ein Ramsch,
Also lasst es viel stehen, zum Beispiel da bei diesem hohen Ehrenpreis, den lasse ich seit Jahren. Da tue ich gar nichts, nichts. Ich lasse den stehen im Herbst, über den Winter bricht er zusammen, sind aber tausende Stauballen, er stützt sich selber und da haben ganz viele Insekten natürlich einen Zufluchtsort. Das ist dann, ja, das beste Insektenhotel sollte eigentlich die Natur sein. Aber nachdem wir die Natur so sterilisiert haben, haben eben diese Tiere vielfach das Problem, dass sie nirgends mehr nisten können. Und das versuchen wir wieder im Garten nachzumachen. Und vielleicht noch kurz angemerkt, weil ja wir Menschen wirklich so absurd handeln. Abschließend freuen wir natürlich, oder wir freuen uns über jeden, der uns abonniert. Wir schauen immer, dass wir dabei bleiben. Und heute, wir lassen uns treiben von den Themen, die daherkommen. In dem Fall treibt es da neben mir immer noch ein Pärchen Blutströpfchen. Ich werde nicht rot. Das haben wir gelernt. Also das muss ich mal wirklich sagen, das ist eher ruhiger Sex. Muss man jetzt ganz offen so sagen. Es läuft sehr gemächlich ab. Keine Frage. Ja, jetzt brauche ich den berühmten roten Faden, Blutströpfchen wieder. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn es uns hin und wieder unterstützt. Einmal in den Shop schaut. Wir schauen da eben heimische Saatgut, heimische Pflanzen, dass wir reinbringen. Mit dem könnt dieses System Naturgarten dann hoffentlich bei euch daheim auch starten. Schön wäre es natürlich, wenn es euch auch selber auf eigene Faust ein bisschen ausgetraut vor eurer Haustür, einfach eine Runde geht's. Auch wenn es in der Stadt daheim seid, die schönsten, der Wiener sagt Gstetten, ich weiß nicht, wie es der Deutsche nennt, wie sagen die Deutschen dazu, zu einer Gstetten, da wo halt nur Unkraut wächst, wo sie ein Haus vielleicht niedergerissen haben, wo der ganze Schutt ist, da wachsen die schönsten Schuttblumen, die du dir vorstellen kannst. Und solche Dinge kann man dann im Garten machen. Ihr seht, es wird dann nie fad, es wird dann nie langweilig, die Ideen gehen dann nie aus. Der Naturgarten ist einfach eine wunderbare Inspirationsquelle und zeigt uns einfach wieder, ja, die Natur lebt noch, aber wir müssen sie auch unterstützen.